Herzlich willkommen zur 138. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Was wir unter einer Abbildung verstehen, wurde bereits in der Analysis im Video Nummer 18 ausführlich dargestellt. Dort wurde definiert, sind A und B zwei beliebige Mengen, ja vielleicht halte ich das hier mal fest, seien A und B zwei beliebige Mengen. Dann verstehen wir unter einer Abbildung, und die möchte ich hier mit F bezeichnen, aus der Menge A, der sogenannte Definitionsbereich, in die Menge B, dem Wertebereich, eine Vorschrift, die jedem x aus der Menge A eindeutig genau ein y aus der Menge B zuordnet. Und das schreiben wir kurz, F ist eine Abbildung von A nach B. Wichtig ist hier, dass diese beiden Mengen A und B im Prinzip beliebige Mengen sein können. In dieser Folge wollen wir uns jetzt mit ganz speziellen Abbildungen, den sogenannten linearen Abbildungen, beschäftigen, bei denen einerseits die Mengen A und B nicht mehr beliebige Mengen sein dürfen, sondern jetzt Vektorräume sein müssen, und andererseits werden noch an die Abbildungsvorschrift gewisse Bedingungen gestellt. Vielleicht betrachten wir zur Motivation einmal ein kleines Beispiel, und zwar betrachten wir hier einmal die Vektorräume R hoch 3 und den Vektorraum R, sowie die lineare Abbildung, die ich hier mit L mal bezeichnen möchte. Also L ist eine Abbildung aus dem Vektorraum R hoch 3 in den Vektorraum R. Wobei jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich, und diesen Vektor x, den möchte ich hier mal darstellen durch die Koordinaten x1, x2 und x3, jedem Vektor x wird folgender Ausdruck zugeordnet, und zwar die erste Komponente plus 2 mal die zweite Komponente plus 3 mal die dritte Komponente. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt einmal die charakteristischen Eigenschaften dieser Abbildung herausfinden. Dazu betrachten wir zunächst einmal zwei Vektoren aus dem Definitionsbereich dieser Abbildung, also seien x und y, zwei Vektoren aus dem R hoch 3, und wir definieren uns diese Vektoren folgendermaßen. Der Vektor x hat die Koordinaten x1, x2 und x3, und der Vektor y soll die Koordinaten besitzen y1, y2 und y3. Und wir betrachten noch ein Skalar, das ich hier mit Lambda bezeichnen möchte, aus der Menge der reellen Zahlen. Dann lässt sich folgende erste Eigenschaft feststellen. Betrachten wir die lineare Abbildung für die Summe dieser beiden Vektoren x und y. Das würde hier ja ergeben, L von, ja, der Vektor x hat die Koordinaten x1, x2 und x3, und der Vektor y hat die Koordinaten y1, y2 und y3. Und mit den Rechenregeln der Vektoraddition können Sie jetzt diese beiden Vektoren zu einem Vektor zusammenfassen, sodass wir erhalten L an der Stelle des Vektors mit den Koordinaten x1 plus y1, x2 plus y2 und x3 plus y3. Und jetzt verwenden wir unsere vorgegebene Abbildungsvorschrift hier oben. Was erhalten wir? Wir erhalten zunächst einmal die erste Koordinate, ja, die lautet x1 plus y1, plus 2 mal die zweite Koordinate, und die lautet x2 plus y2, und schließlich plus 3 mal die dritte Koordinate, also x3 plus y3. Man kann jetzt zunächst einmal diese ganzen Klammern hier ausmultiplizieren und die einzelnen Terme geschickt zusammenfassen, sodass wir hier erhalten, das ist dasselbe wie x1 plus 2 mal x1 plus 3 mal x3. Hier habe ich mich verschrieben, hier muss natürlich 2 mal x2 stehen, Entschuldigung.
plus, jetzt fassen wir die y-Terme zusammen, y1 plus 2 mal y2 plus 3 mal y3. Wenn Sie sich jetzt die ersten drei Summanden hier anschauen, dann sieht man, das ist gerade das Bild des Vektors x, also L von x. Und die letzten drei Summanden beschreiben gerade das Bild des Vektors y, also L von y. So dass wir hier insgesamt herausbekommen, das ist offensichtlich L von x plus L von y. Das Bild der Summe zweier Vektoren, also L an der Stelle x plus y, ist offensichtlich gleich die Summe der Bilder. Also L von x plus L von y. Das ist eine erste Eigenschaft, eine sogenannte erste Linearitätseigenschaft. Eine zweite Eigenschaft ist, wir betrachten jetzt die lineare Abbildung oder besser die Abbildung L. Linear wissen wir ja noch nicht, das haben wir noch gar nicht definiert, was das ist. Wir betrachten jetzt die Abbildung L an der Stelle Lambda mal x. Dann erhalten wir, ja, das ist nichts anderes wie Lambda mal den Vektor x mit den Koordinaten x1, x2 und x3. Und nach den Rechenregeln für die skalare Multiplikation von Vektoren dürfen Sie das Lambda jetzt in jede Koordinate des Vektors hinein multiplizieren. Dann erhalten wir hier L von Lambda mal x1, Lambda mal x2 und Lambda mal x3. So, nach der Abbildungsvorschrift von oben, was erhalten wir da? Wir erhalten zunächst einmal die erste Koordinate, also Lambda mal x1, plus 2 mal die zweite Koordinate, das ergibt 2 mal Lambda x2, plus 3 mal die dritte Koordinate, also Lambda x3. Und Sie sehen hier, man kann in dieser Summe hier ein Lambda ausklammern, das mache ich jetzt einmal. Dann erhalten wir Lambda mal Klammer auf und in der Klammer steht x1 plus 2 mal x2 plus 3 mal x3. Und wenn Sie sich die Summanden in der Klammer hier anschauen, sehen Sie, das ist gerade das Bild des Vektors x. Also erhalten wir hier insgesamt Lambda mal L von x. Das ist eine zweite Linearitätseigenschaft, die sich hier ergibt. Man sieht das Bild der Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar, also L an der Stelle Lambda von x, ist gleich der Multiplikation des Skalars mit dem Bild, also Lambda mal L von x. Eine lineare Abbildung ist eine Abbildung, bei der die grundlegenden Operationen eines Vektorraums offensichtlich erhalten bleiben, nämlich die der Vektoraddition und der skalaren Multiplikation. Und wir werden jetzt zunächst einmal definieren, was wir unter einer linearen Abbildung genau verstehen wollen. Das führt uns jetzt hier zur ersten Definition. Seien V und W zwei Vektorräume. Zwei Vektorräume über demselben K. Über demselben K, wobei K hier wieder sein kann die Menge der reellen Zahlen oder die Menge der komplexen Zahlen. Eine Abbildung L aus der Menge V in die Menge W, also vom Vektorraum V in den Vektorraum W, heißt linear. Und anstelle von linear kann man auch sagen lineare Transformation. Lineare Transformation ist auch gebräuchlich. Oder man kann sogar sagen, heißt Vektorraumhomomorphismus. Vektorraumhomomorphismus falls folgende zwei Linearitätseigenschaften gelten, die wir oben in dem Beispiel schon gezeigt haben für die Abbildung L. Und zwar die erste Eigenschaft ist, L an der Stelle U plus V ist dasselbe wie L von U
plus L von V. Und das muss gelten für alle U und V aus dem Definitionsbereich, und das ist bei uns die Menge V oder der Vektorraum V. Und die zweite Eigenschaft ist L an der Stelle Lambda mal U ist gleich Lambda mal L von U. Und das muss gelten für alle Lambda-Element K und U-Element aus V. Vielleicht möchte ich noch eine kleine Bemerkung hierzu machen. Das schreibe ich vielleicht auch einmal auf. Also Bemerkung. Man könnte jetzt diese beiden Linearitätseigenschaften 1 und 2 zu einer einzigen Eigenschaft zusammenfassen. Und zwar könnten wir schreiben, L an der Stelle Lambda mal U plus μ mal V ist gleich Lambda mal L von U plus μ mal L von V. Und das muss gelten für alle Lambda und μ Element aus K und U und V aus V. Und zweitens, jede lineare Abbildung bildet den Nullvektor auf den Nullvektor ab. Das kann man einsehen dadurch, indem wir mal die Abbildung L betrachten an der Stelle des Nullvektors. Und diesen Nullvektor können wir ja schreiben, indem wir schreiben, das ist 0, eine skalare 0 mal einen beliebigen Vektor U aus V. Und nach der Linearitätsbedingung 2 dürfen wir diese 0, diese skalare 0 vor das L ziehen, also 0 mal L von U. Und Sie sehen, 0 mal L von U, ja, das gibt nichts anderes wie den Nullvektor. Und das muss wieder gelten für alle U-Element aus V. Und drittens vielleicht noch eine lineare Abbildung auf sich selbst, das heißt eine Abbildung von V nach V, wo der Wertebereich ebenfalls V ist, heißt, und diese spezielle Abbildung nennen wir dann einen sogenannten Endomorphismus. Endomorphismus. Wir betrachten jetzt mal eine ganze Reihe von Beispielen zunächst einmal, um diesen Begriff lineare Abbildung vielleicht etwas zu festigen. Und zwar das erste Beispiel, das wir uns anschauen wollen, sind im Prinzip drei einzelne kleine Beispiele. Und zwar wir betrachten einmal eine Abbildung L aus der kompakten Menge 0,2. In die Menge der reellen Zahlen, wobei hier jedem x zugeordnet werden soll, der Ausdruck 2x. Und die Frage ist jetzt hier, handelt es sich bei dieser Abbildung L um eine lineare Abbildung? Zunächst einmal schauen wir uns vielleicht noch einmal die Definition an. Was wird hier vorausgesetzt? Ja, der Definitionsbereich, wie Sie sehen, und der Wertebereich einer Abbildung müssen immer Vektorräume sein. Und wir sehen hier bereits, dass der Definitionsbereich dieser Abbildung L offensichtlich kein Vektorraum ist. Denn diese abgeschlossene Menge 0, 2 bildet kein Vektorraum. Was genau ein Vektorraum ist, wenn Sie das jetzt nicht mehr wissen, müssen Sie sich vielleicht noch einmal das Video Nummer 115 anschauen. Dort hatten wir die Vektorraumaxiome definiert. Und wir können also hier sagen, der Definitionsbereich dieser Abbildung ist kein Vektorraum. Und das bedeutet, wir haben hier auf jeden Fall keine lineare Abbildung vorliegen. Und das kürze ich mal so ab, keine L.A, keine lineare Abbildung. Betrachten wir das zweite Beispiel, eine Abbildung L aus dem Vektorraum der reellen Zahlen in den Vektorraum der reellen Zahlen. Wir wissen ja, die reellen Zahlen bilden einen Vektorraum und jedem x aus dem Definitionsbereich soll hier mal zugeordnet werden der Ausdruck 2x plus 1. Und die Frage ist auch hier wieder, handelt es sich hier um eine lineare Abbildung? Zunächst einmal wissen wir aus der obigen Bemerkung Nummer 2,
dass die 0 immer abgebildet werden muss auf die 0. Und das werden wir hier mal testen. Wir untersuchen also L an der Stelle 0. Ja, was ergibt das? Das gibt 2 mal 0 plus 1. Und wir sehen, dort kommt 1 heraus und das ist offensichtlich ungleich 0. Und daher handelt es sich hier auch nicht um eine lineare Abbildung. Denn nach der obigen Bemerkung Nummer 2 muss eine 0 immer abgebildet werden auf den Nullvektor. Betrachten wir vielleicht noch ein drittes Beispiel, ein kleines drittes Beispiel, bevor wir zu den aufwendigeren Beispielen übergehen. Wir betrachten jetzt einmal die Abbildung L vom Vektorraum R in den Vektorraum R, wobei zugeordnet werden soll jedem x der Term x². Handelt es sich hier um eine lineare Abbildung? Zunächst einmal der Definitionsbereich und der Wertebereich dieser Abbildung erfüllen schon mal die Voraussetzung, dass es sich hier um Vektorräume handelt. Wir müssten jetzt also im Prinzip die beiden Linearitätseigenschaften von oben überprüfen. Und damit fange ich mal an mit der ersten Linearitätseigenschaft, L an der Stelle U plus V. Hier wähle ich vielleicht die Variablen x und y sinnvollerweise, dann erhalten wir mit unserer vorgegebenen Abbildungsvorschrift, das ist nichts anderes wie x plus y zum Quadrat. Und wir könnten jetzt ja diese Klammer ausmultiplizieren, beispielsweise mit der dritten binomischen Formel. Dann erhalten wir hier x plus 2xy plus y². Und wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, sieht man schon, das ist ungleich L von x plus L von y. Denn L von x wäre ja gerade nach unserer Abbildungsvorschrift x² und L von y wäre nach unserer Abbildungsvorschrift gerade y². Also sehen wir auch hier, handelt es sich offensichtlich nicht um eine lineare Abbildung. So, betrachten wir jetzt mal ein etwas abstrakteres Beispiel und etwas aufwendigeres Beispiel. Das ist mein zweites Beispiel. Und zwar wollen wir mal betrachten die Abbildung L aus dem Vektorraum der 2 Kreuz 2 Matrizen über R in den Vektorraum der 2 Kreuz 2 Matrizen über R. Dass die Menge der 2 Kreuz 2 Matrizen einen Vektorraum bildet, das hatten wir bereits im Video Nummer 127 bewiesen, dass also praktischer Definitionsbereich hier und der Wertebereich Vektorräume sind. Und wir wollen jetzt jeder Matrix aus dem Definitionsbereich, und diese Matrix bezeichne ich mal wie üblicherweise mit A11 und A12 in der ersten Zeile und A-Index 2,1 und A-Index 2,2 in der zweiten Zeile. Jeder Matrix aus dem Definitionsbereich soll jetzt eine 2 Kreuz 2 Matrix zugeordnet werden, die folgendermaßen definiert wird. Im ersten Element, in der ersten Zeile, entsteht die Summe der Elemente aus der ersten Zeile der Matrix A11 plus A12 und das zweite Element in der ersten Zeile soll 0 sein. Wir addieren also hier im Prinzip die Elemente der ersten Zeile auf und in der zweiten Zeile im Bild entsteht an der ersten Stelle eine 0 und das zweite Element in der zweiten Zeile ist im Prinzip die Summe der Elemente aus der zweiten Zeile, also A-Index 2,1 plus A-Index 2,2. Und die Frage ist, handelt es sich hier um eine lineare Abbildung? Zunächst einmal der Definitionsbereich und der Wertebereich, wie gesagt, sind hier Vektorräume. Wir müssen jetzt also die beiden Linearitätseigenschaften hier überprüfen. Dazu definieren wir uns einmal zwei Matrizen. Seien A und B zwei beliebige Matrizen aus der Menge der 2 Kreuz 2 Matrizen über R mit, und wir definieren uns die Matrix A in gewohnter Weise durch A-Index 1,1, A-Index 1,2 in der ersten Zeile und A-Index 2,1 und A-Index 2,2 in der zweiten Zeile. Und die Matrix B definieren wir uns durch die Einträge B-Index 1,1, B-Index 1,2 in der ersten Zeile und B-Index 2,1 und B-Index 2,2 in der zweiten Zeile. Und wir definieren uns noch ein Skalar aus der Menge der reellen Zahlen.
Wir werden jetzt zunächst einmal die erste Linearitätseigenschaft überprüfen. Das heißt, wir untersuchen L an der Stelle a plus b. Ja, was ergibt das? Das ist L von, die Matrix A lautet A-Index 1, 1, A-Index 1, 2, A-Index 2, 1 und A-Index 2, 2. Plus die Matrix B mit den Einträgen B11, B12, B21 und B22 in der zweiten Zeile. Nun, nach den Rechenregeln für Matrizen, die wir im Video Nummer 127 behandelt haben, können Sie jetzt diese beiden Matrizen A und B zusammenfassen zu einer einzigen Matrix und die hätte dann folgende Darstellung, nämlich A-Index 1, 1 plus B-Index 1, 1, dann das zweite Element A-Index 1, 2 plus B-Index 1, 2 und in der zweiten Zeile erhalten Sie A-Index 2, 1 plus B-Index 2, 1 und A-Index 2, 2 plus B-Index 2, 2. So, wir wissen, wie unsere Abbildungsvorschrift aussieht. Die rahme ich hier oben nochmal ein. Wir müssen also jetzt im Ergebnis hier, also für das Bild, schreiben, das erste Element in der ersten Zeile ist gerade die Summe der Elemente aus der ersten Zeile. Das ergibt hier also letztendlich A-Index 1, 1 plus B-Index 1, 1 plus A-Index 1, 2 plus B-Index 1, 2 als erstes Element in der ersten Zeile und 0 ist das zweite Element in der ersten Zeile. In der zweiten Zeile erhalten Sie als erstes Element eine 0. Das gibt uns ja gerade die Abbildungsvorschrift hier oben an. Und das zweite Element in der zweiten Zeile würde dann lauten, wir müssen also hier die Summe bilden von dem Urbild in der zweiten Zeile. Das liefert dann A-Index 2, 1 plus B-Index 2, 1 plus A-Index 2, 2 plus B-Index 2, 2. Und mit den Rechenregeln für Matrizen können Sie jetzt diese Matrix aufsplitten in zwei Matrizen auf folgende Art und Weise. Wir können dafür schreiben, das ist die Matrix, in der ersten Zeile steht A-Index 1, 1 plus A-Index 1, 2 und dann eine 0. In der zweiten Zeile steht eine 0 und dann A-Index 2, 1 plus A-Index 2, 2. Plus einer zweiten Matrix mit den Einträgen B-Index 1, 1 plus B-Index 1, 2 und 0 und in der zweiten Zeile eine 0 und B-Index 2, 1 plus B-Index 2, 2. Und wenn Sie sich das jetzt hier genau anschauen, stellen wir fest, die erste Matrix ist gerade das Bild der Matrix A und die zweite Matrix wäre gerade das Bild der Matrix B. So dass wir im Prinzip hier rausbekommen, dass es L von A plus L von B, also ist die erste Linearitätseigenschaft hier nachgewiesen. Die zweite Linearitätseigenschaft wäre Lambda, L an der Stelle Lambda mal A ist Lambda mal L von A. Auch diese müssen wir noch nachweisen. Also zweitens, wir untersuchen jetzt L an der Stelle Lambda mal A. Liefert L an der Stelle Lambda mal die Matrix A mit den Einträgen A11, A12 in der ersten Zeile und A21 und A22 in der zweiten Zeile. Mit den Rechenregeln für die skalare Multiplikation von Matrizen, wie gesagt, auch die Rechenregeln wurden im Video Nummer 127 alle definiert, erhalten wir hier, das ist L an der Stelle, wir müssen also das Lambda eigentlich nur in jeden Eintrag der Matrix A9 multiplizieren, sodass wir erhalten Lambda mal A11 als erstes Element in der ersten Zeile und Lambda mal A12 als zweites Element in der ersten Zeile. In der zweiten Zeile erhalten wir entsprechend Lambda mal A21 und Lambda mal A22. Und beachten wir jetzt unsere Abbildungsvorschrift. Was wird aus diesem Urbild? Aus diesem Urbild wird eine Matrix, in deren ersten Zeile die Summe der Elemente aus dem Urbild stehen. In der ersten Zeile, also Lambda A11 plus Lambda A12.
und als zweites Element eine 0. In der zweiten Zeile steht als erstes Element eine 0 und als zweites Element Lambda a 2 1 plus Lambda a 2 2. Und Sie sehen, man könnte hier mit den Rechenregeln für die skalare Multiplikation von Matrizen hier ein Lambda aus dieser Matrix ausklammern. So dass wir hier erhalten, das ist Lambda mal die Matrix A11 plus A12, 0 in der ersten Zeile und 0 und A21 plus A22 in der zweiten Zeile. Und wenn Sie sich diese Matrix anschauen, sieht man wieder, das ist gerade das Bild der Matrix A. So dass wir hier insgesamt erhalten Lambda mal L von A. Das heißt also offensichtlich, L ist eine lineare Abbildung. Und mit der Bemerkung, die wir oben gemacht haben, da ja hier der Wertebereich und der Definitionsbereich beide gleich sind, nämlich der Vektorraum der 2×2-Matrizen, nach unserer Bemerkung Nummer 3, wenn der Wertebereich und der Definitionsbereich gleich sind, nennen wir eine solche lineare Abbildung auch einen sogenannten Endomorphismus. Also handelt es sich hier bei dieser Abbildung L um ein Endomorphismus. Das vermerke ich hier noch einmal. Betrachten wir noch ein weiteres Beispiel. Und zwar hatten wir in dem Video Nummer 115 den Vektorraum der reellen Polynome eingeführt. Und diesen möchte ich hier auch noch einmal verwenden jetzt. Und zwar hatten wir bezeichnet mit r kleiner gleich n an der Stelle x. Das ist der Vektorraum. Das schreibe ich hier vielleicht noch einmal hin. Ist der Vektorraum. Der Vektorraum der reellen Polynome, vom Grad kleiner oder gleich n, wobei n eine beliebige natürliche Zahl sein kann. Das, wie gesagt, dass das ein Vektorraum darstellt, diese Menge r kleiner gleich n, das wurde im Video Nummer 115 bewiesen. Da können Sie nochmal nachschauen, wenn Sie das jetzt nicht mehr wissen. Was wir jetzt machen wollen, wir betrachten jetzt einmal eine Abbildung, die ich hier mit d bezeichnen möchte, aus dem Vektorraum der reellen Polynome vom Grad kleiner gleich n in den Vektorraum der Polynome vom Grad kleiner gleich n von x, indem wir jetzt jedem Polynom aus dem Definitionsbereich p von x zuordnen wollen, deren Ableitung, also p' von x. Und wir wollen jetzt mal untersuchen, ob es sich bei dieser Abbildung um eine lineare Abbildung handelt. Zunächst einmal die erste Voraussetzung ist, dass der Definitionsbereich und der Wertebereich hier Vektorräume sind. Und das ist hier offensichtlich der Fall, wie Sie sehen. Also müssen wir hier nur die beiden Linearitätsbedingungen überprüfen. Die erste Bedingung wäre jetzt, ja, vielleicht lege ich hier einmal fest, wir betrachten zunächst einmal zwei Polynome, die ich mit P und Q hier bezeichnen möchte, aus dem Vektorraum der Polynome vom Grad kleiner gleich n in Abhängigkeit von x und wir betrachten noch ein Skalar Lambda Element r. Und wir testen jetzt die beiden Linearitätsbedingungen, also zunächst einmal d an der Stelle P von x plus Q von x. Nun, wenn wir unsere Abbildungsvorschrift uns anschauen, was müssen wir machen? Wir müssen im Prinzip die Summe dieser beiden Polynome p von x und q von x ableiten. Und nach den Rechenregeln aus der Differentialrechnung für eine Summe, dort gilt ja die Summenregel, dürfen Sie jeden Summanden für sich ableiten. Wir halten also p' von x plus q' von x. Und Sie sehen offensichtlich ja p' von x, das wäre gerade die, das Bild von p von x.
und Q' von x wäre gerade das Bild von Q von x. Also ist die erste Linearitätsbedingung hier offensichtlich erfüllt. Betrachten wir die zweite Linearitätsbedingung. Wir betrachten jetzt d an der Stelle Lambda mal p von x. Ja, das wäre mit unserer obigen Definition, die rahme ich ja nochmal ein, gerade Lambda mal p von x und das müssen wir ableiten. Nun, nach der Konstantenregel aus der Differentialrechnung, wir sehen ja hier, Lambda ist eine multiplikative Konstante und die bleibt ja beim Ableiten erhalten. Also halten wir Lambda mal p' von x nach den Ableitungsregeln. Und das ist gerade, wie Sie sehen, Lambda mal das Bild von p von x. Da die beiden Linearitätsbedingungen erfüllt sind und der Definitionsbereich und Wertebereich hier einen Vektorraum bilden, können wir sagen, daraus folgt, d ist eine lineare Abbildung. Und genau genommen wieder ein sogenannter Endomorphismus, da der Wertebereich und der Definitionsbereich hier beide gleich sind. Also ein Endomorphismus. Weitere prüfungsrelevante Übungsaufgaben finden Sie in dem Begleitbuch zu dieser Videoreihe. Ich möchte jetzt, oder besser gesagt, für zwei beliebige Vektorräume, V und W, über demselben K lassen sich in der Regel sehr viele lineare Abbildungen definieren. Betrachten wir beispielsweise mal folgende Abbildung L1, die definiert sein soll aus dem Vektorraum R hoch 2 in den Vektorraum R, wobei jedem Vektor x mit den Koordinaten x1 und x2 zugeordnet werden soll der Ausdruck x1 plus x2. Das wäre eine lineare Abbildung, wie Sie sehen. Und wir betrachten die Abbildung L2. Wieder aus dem Vektorraum R hoch 2 in den Vektorraum R. Diesmal wird jeder Vektor x mit den Koordinaten x1 und x2 abgebildet auf x1 minus x2 beispielsweise. Und wir betrachten eine dritte Abbildung und so könnten wir immer weiterfahren. Ich könnte hier also beliebig viele Abbildungen jetzt hinschreiben. Hier wird der Vektor x abgebildet beispielsweise auf 2 mal x1 plus Wurzel 2 mal x2 und das könnten wir jetzt immer so weiterführen. Sie sehen also, dass die realisierbaren Abbildungen, die fasse ich jetzt alle mal zusammen als LK von R2 nach R, alle realisierbaren Abbildungen, die man bilden könnte, aus dem R2 in den R, bilden offensichtlich, wie Sie sehen, hier wieder eine Menge. Und das führt uns jetzt zur zweiten Definition. Seien V und W zwei beliebige, oder besser gesagt zwei Vektorräume, wieder über demselben K. Über demselben K, wobei K ja wieder bedeutet, entweder die Menge der reellen Zahlen oder die Menge der komplexen Zahlen. Die Menge aller linearen Abbildungen L von V nach W wird mit groß L in Klammern V, W bezeichnet oder man kann auch sie bezeichnen mit HOM von V, W. HOM steht für Homomorphismus. Wir wissen ja, eine lineare Abbildung kann man ja auch als Homomorphismus bezeichnen. Von V nach W bezeichnet. Wenn Sie jetzt speziell einmal setzen, das betrachten wir jetzt vielleicht einmal hier, speziell setzen wir jetzt mal V gleich W. Das ist also ein Endomorphismus in diesem Fall. Dann gibt es in der Menge L
V, auch die sogenannte identische Abbildung. Und diese identische Abbildung, die möchte ich hier bezeichnen im Folgenden immer mit E, Index V. Das ist also eine Abbildung von V nach V, wobei jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich zugeordnet wird der Vektor x. Also beispielsweise, wenn Sie betrachten als Vektorraum V den R hoch 2, dann könnten wir hier schreiben, E Index R hoch 2 ist eine Abbildung aus dem Vektorraum R hoch 2 in den Vektorraum R hoch 2, wobei jedem Vektor x mit den Koordinaten x1 und x2 hier zugeordnet werden soll der Vektor x mit den Koordinaten x1 und x2. In dem Video Nummer 19 wurden die Begriffe injektiv, surjektiv und bijektiv eingeführt. Diese Begriffe lassen sich jetzt auch auf natürliche Weise auf unsere linearen Abbildungen übertragen. Zur Wiederholung möchte ich jetzt vielleicht noch einmal hier vermerken, was wir unter injektiv, surjektiv und bijektiv verstehen. Injektiv heißt, jeder Bildvektor hat nur einen Urbildvektor. Und surjektiv heißt, jeder Vektor aus dem Wertebereich, und den Wertebereich, den hatten wir ja mit W bezeichnet, ist auch ein Bildvektor. Und schließlich bijektiv heißt, L, also die Abbildung L ist injektiv und surjektiv. Wie gesagt, diese drei Begriffe, die wurden alle schon in dem Video Nummer 19 in der Analysis behandelt. Das vermerke ich hier vielleicht noch einmal. Dort können Sie nochmal nachschauen, wenn Sie das nicht mehr wissen. Video Nummer 19. Und wir wollen jetzt in der letzten Definition jetzt definieren, was wir unter einem sogenannten Isomorphismus verstehen wollen. Das führt uns jetzt also zur letzten Definition in dieser Folge. Definition: Seien V und W, zwei Vektorräume, über demselben K, und L eine Abbildung aus dem Vektorraum V in den Vektorraum W, eine lineare Abbildung. Ist die lineare Abbildung L bijektiv, dann heißt die Abbildung L dann heißt die Abbildung L ein Isomorphismus. Und man nennt die Vektorräume,
und W. In diesem Fall isomorph zueinander. Also wenn Sie eine lineare Abbildung haben, die zusätzlich noch bijektiv ist, dann nennen wir eine solche Abbildung einen Isomorphismus. Zu dieser Videoreihe ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Vielleicht besuchen Sie einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten aus diesem Buch Probe zu lesen.